Hostessa Höfel hat viel zu tun. Die Inhaberin einer Düsseldorfer Hostessenagentur verpackt Corona-Masken. 2000 davon hat sie schon an Bedürftige gespendet. Diese Bilder entstehen wenige Tage, nachdem massive Kritik an ihr laut wurde. Im Internet waren Aufnahmen ihrer Geburtstagsfeier aufgetaucht, mit vielen Gästen und das mitten im Corona-Lockdown. Es kam zu der Geburtstagsparty dadurch, dass eigentlich eine Schulung dort geplant war und wir einfach die Kontrolle über die Situation verloren haben, da natürlich auch viele Leute wussten, dass ich am nächsten Tag Geburtstag hatte. Es waren viele uneingeladene Personen dort und wir später einfach die Kontrolle verloren haben. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Tessas stärkster Kritiker, Comedian Oliver Pocher. Er verurteilte die Party auf Social Media aufs Schärfste. Seitdem wird die 25-Jährige teils massiv bedroht. Das ging über Morddrohungen, Androhung von Verfolgung, sobald ich mein Haus verlasse. Ich sollte nicht mehr den Supermarkt betreten der Stadt, da ansonsten Säure in mein Gesicht jemand mir Säure ins Gesicht spritzen möchte. Und die schlimmsten Sachen, die man sich eigentlich vorstellen kann, wurden mir da angedroht. Tessa Höfel weiß, dass die Geburtstagsfeier ein großer Fehler war, versteht die Kritik. Ja, das verstehe ich 100%. Ich habe natürlich auch viel Rücksprache gehalten mit Angehörigen von Verstorbenen, Selbsterkrankten, Fachpersonal, Ärzten. Ich habe mich tiefgründig mit der Sache auseinandergesetzt und ich kann das 100%ig verstehen. Spaßreisen und Treffen mit Freunden sind für Tessa erst einmal tabu. Statt weiter zu feiern, engagiert sie sich jetzt lieber im Kampf gegen Corona. Wir arbeiten mit Schnelltest Deutschland zusammen, helfen dort, stellen Personal. Es wurden schon von meiner Seite aus 2000 Masken gespendet, 2000 Einweghandschuhe und 200 Liter Desinfektionsmittel. Und ich werde natürlich weiterhin mich in dieser Sache engagieren und hoffe, dass ich damit auch viele mitziehen kann mit dem, was ich tue. Neben dem Shitstorm im Netz könnte die Geburtstagsfeier übrigens auch noch rechtliche Folgen haben. Das Ordnungsamt in Meerbusch hat die Ermittlungen aufgenommen. Es droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.